Inhaltlich ist für mich das doch ganz etwas Normales, dass jemand und auch ein Handelsbetrieb seine Türen, wenn er heizt, schließt und wenn er im Sommer klimatisiert, dass er sie dort auch schließt. Das wäre ganz normal, das ist für mich Hausverstand. Ich habe, und ich will das, und ich unterstütze das auch, ich bin da voll dafür. Ich mag nur nicht, dass wir jetzt hergehen, auch wenn ich voll dafür bin, und hier jetzt den Leuten sagen, schließ die Tür. Muss ich morgen auch weitergehen? Und dem Privaten auch sagen, du musst nicht in jedem Raum 24 Grad heizen. Denn das ist das Gleiche. Wir müssen im Winter nicht mit dem T-Shirt durch die ganze Wohnung dingeln. Es muss nicht überall gleich warm wie im Bad sein. Aber wir fangen hier an, wirklich in den Alltagsablauf auch einzugreifen, den ich hier inhaltlich völlig verstehe und auch unterstütze. Und ich würde es jedem sagen, wenn er mich fragt. Aber dass wir das gesetzlich regeln, wo enden wir mit diesen Regelungen? Wer legt die Latte fest, an der wir uns da morgen messen? Brigitte Foppa oder Kollege Uzi oder Sie oder jemand anderes? Also da haben wir ganz unterschiedliche Empfindungen, Wahrnehmungen auch. Und ich halte es demokratiepolitisch und aus freiheitlichen Gründen einfach falsch, dass wir hier sozusagen den Leuten sagen, wie sie morgen zu leben haben, wie warm sie es haben sollen. Die Jacke muss morgen so dick sein oder was auch immer. Also wo fängt's an, wo hört's auf? Landesrätin Denk, du kannst das vielleicht nicht verstehen, ein freiheitliches Denken. Ich weiß es nicht, weil du hier den Kopf ein bisschen schüttelst. Das wissen die Leute auch, glaube ich. Ich bin jetzt still, Frau Dick, aber diesen liberalen Gedanken, den wünschte ich mir, dass er stärker in Südtirol vertreten ist. Und das ist das Gegenteil, was wir hier tun. Ich glaube, eine Empfehlung und das Aufmerksam machen wäre viel sinnvoller, als gesetzlich festzuschreiben.